Kurze, kurze. Kurze. Der ist ja auch ganz alt und ausgetrocknet, wie der Mann da vorne. Los, tu ihn dahin, wo er hingehört. In den Abfall. Babbler, Memes, mittlerweile haben sich einige angesammelt. Ich gehe mal nach ganz oben. Ein paar davon sind ja schon bekannt, schon öffentlich, aber hier unten geht dann der richtige heiße Scheiß los. Das ist übrigens frech. Also fangen wir einfach mal an. Die hier oben kennt man, wie gesagt, ne? Hier, die Suppe ist nicht heiß, die Suppe war am Ultra heiß. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Why are you bullying me? That's wrong. Denn wir haben doch Spoiler. Guck mal da, das habe ich alles noch nicht. Ich weiß nicht, warum das nicht gespoilert ist, aber das kennen wir auch schon. Das ist alles gespoilert, sogar die Texte sind mitunter gespoilert. Das ist nicht gespoilert, aber das scheint ein Video zu sein, okay. Sieht schon mal geil aus. Agent schreibt, der macht gerade irgendwas. Der macht irgendein Mimi. Ja, muss am Samstag früh mit ihr weg, sein Girl. I'm in the picture and I don't feel so good about it. Ja, ist tatsächlich immer wieder ein bisschen krepelig, Samstagmorgens mit mir irgendwas zu machen. Aber letzten Samstag bin ich um 7 ins Bett, hab noch ein bisschen gelesen, bin dann so gegen 7:30 eingepennt und bin um 9:30 wieder aufgestanden für einen wunderschönen Samstag mit dem Girl. Da war die Überraschung natürlich groß, ne? Hm. Machen wir weiter. Cockbird, what have you gedumpt? Mein guter überlegt der echte jetzt mit einer überraschenden Pointe. Cock. Das ist immer lustig, was ich mache. Was hat ein Polecke gemacht? Ich stehe auf Reifen und will den Motorradfahren. Die fährt 25 km/h, hallo? Weißt du, wie reif und wild du sein musst, um mit so einem Ding zu fahren? Die ganz jungen Leute, weißt du, die junge Spritzer da, die nichts auf der Kette habe, außer Zahnbelag. Die fahren mit so einer Suzuki 800 PS Maschine, aber die richtig krassen Boys, die zuckeln damit. Schön auf der Landstraße. Weißt du, alle im Hintergrund. Ey, das Bild ist aber nice. Dankeschön, Kredl, dankeschön. Aber das von Sperling ist tausendmal krasser. Warte mal. Jetzt guckt euch das mal an. Weißt du, weil die Fotos so von oben oder von vorne nicht so sweet, aber wenn du so leicht von unten... Alter! Aber okay, weiter geht's. Poleckl, ein weiteres. Aha. Wenn Jan schon wieder in TTT gemarkt wurde und er mit allen zusammenarbeitet. Ja, Polak, ich merke das halt direkt. Du fängst auch voll oft mit mir an. Und ich höre dieses... Und er ist halt auch echt immer Marker. Er ist wirklich immer Marker. Ein weiteres von Pöllchen. Spoiler. Jan sagt Cock, hä? Cock. Cock. Alter, vor allem noch zu der Zeit, da war ich noch Gold 3. Das ist wahrscheinlich, was weiß ich, 8 Jahre oder sowas. Cock. Der Gold Nummer 3 steht an Ort. Kritzel Summe und Zweck, wohl Petze in Civilization, hä? Der Mio und ich gegen dich oder was? Okay. Und Adrian Ultraböse, still no Spoiler-Markierung. Like this, was ist dies? Ach komm. Sans, Alter. Congratulation. Ach, scheiße, der ist grün. Ich wollte es gerade nachmachen. Sans ist schon ziemlich heftig. Aber was hat Poleckl da im Angebot? Ich beleidige nicht in Videos. Ganz alte Videos. Ich lösche einfach alle alten. Aber da war ich halt noch klein, Polak. Komm, da war ich, was ich. Noch 25, da bist du ja eigentlich ein Baby. Langsam, so mit 30, wirst du sukzessive 30, 35, 40. Langsam wächst man so aus dem Kindesalter heraus. Und mit 45, würde ich sagen, ist man dann schlussendlich erwachsen. Was haben wir hier? Schon wieder Polak. Polak macht ja ausschließlich alles. Was? Alter. Polak, stopp, dude, stopp. Nice Kopf. Warte. I like the graphics, I like... Yeah, well, I fucking hate it. Yeah. Didn't know you had such a good body on you, John. Yeah, I guess. Hey, can I show you something, John? Is it your cock? Absolutely. Sure. Daran hat mich sie erinnert. Was hat Adrian da geschrieben? Uff, besser wird's auch nicht, oder? Hey, Adri! Polak is doing his best! Stop! Was haben wir hier? Nice Männer. Polak. Hart, sehr große Männertitten. Wenn Jan wieder in Koks gebadet hat. Okay, gut, Polak. Gut! Sieht komplett frisch aus. Frisch wie die. Das ist mein Face, wenn ich gerade jemanden kill. Ihr wisst ja, ich hasse diese Imposter-Runden, wenn ich der Imposter bin. Wenn ich jemanden kill und dann genau konkret um die Ecke. Übrigens an alle, der Discord ist natürlich für alle frei zu betreten. Ihr müsst nur die Regeln am Anfang bestätigen hier. Mit diesem Haken. Gibt alles Mögliche. Ihr seht das hier links, ne? Aber zurück zu den Roger Bible Mimis. Was ist hier? Aber es wird Zeit, dass Jan der Wahrheit ins Gesicht schaut. Um Gottes Willen, jetzt habe ich Angst. Was ist das jetzt? Mami, mein Krabbenburger schmeckt komisch. Tja, kein Wunder, der ist ja auch ganz alt und ausgetrocknet, wie der Mann da vorne.
Los, tu ihn dahin, wo er hingehört. In den Abfall. Das ist aber heftig. Von jemandem, der gerade mal ein bisschen jünger ist als ich. Die Faces, Alter. Los, tu ihn dahin, wo er hingehört. In den Abfall. Das ist also wirklich gut. Wirklich gut. Das Bubbler exposed. Oh Gott, ist das das auf... Ich kann es nicht groß machen. Ja. Warte kurz. Sanse, du bist so ein Lurch. Okay, Idri. Putz! Oh. Das waren drei unscoped Headshots. Oh Mann. Ich bin exponst, sorry. Das ist eine heftige Idee jetzt echt wirklich. What? Den Stream selber Schutz, die haben gar nicht. Okay, Idri. Dragonlord Taser mit Scope. Gab's übrigens letztens im Giveaway bei uns, ja. Poleckl, was haben wir denn hier? Die vier häufigsten Dinge. Ein bisschen hat er recht, er hat schon echt oft gewonnen, ja. Schon wieder, tatsächlich. Alter, Polak, du hast vor zwei Wochen dienstags das größte Ding gewonnen. Donnerstags ist... Polak, ist das hier King? Das werden wir im Auge behalten, Polak. Mhm. Wenn meine Mami keine Apfeltasche eingepackt hat. Really? That's my face. Okay, lass mich das pieken. Ich kann es nicht groß machen. Okay, das ist sowieso Larry! Ich kann es nicht groß machen! So, jetzt haben wir es. Larry! Larry! Ja, Larry! Lucky, lass mich das pieken. Ich bin ja im Pit. Oh Gott. Larry! Savanta, muss ich schon sagen, Daumen nach oben. Sante, du bist eine Legende, holy shit. Und das Hands. Onika. Da tücke ich gerade mal noch so ein Penüpel dazu. Bam. Heftig, wir brauchen mehr. Wo ist denn das? Oh, Ayumchen, findet jetzt nicht gut. Ayumi, übrigens, wer sich dafür interessiert, wie die Community so face-mäßig aussieht, kann auch hier mal vorbeigucken im Face-Reveal-Channel. Wer jetzt soll wissen will, wie Adrian aussieht. Oder Ayumi. Face-Reveal. Gut, ich geh mal weiter. Aha, Sanse. Was ist Sanse? Sanse ist so ein Video-Artist. Ich lass direkt runter, ich kann's nicht ausmachen. It's so darn right now. Er ist weg. Ah, das war so krass. Kurze. Kurze Erklärung von mir. Eben, dieser Mensch, der sich an mir vorbei bewegt hat, war kein Teammate, sondern ein Gegner. Er ist weg. Was? Lila, neben dir. Hallo. Hä? Hey. Das war doch mein Mate? Da läuft. Ich glaube, das war Matt oder sowas, ne? Aber nicht so. Ist ein Matt, er kann durch. Er ist weg. Lila, neben dir. Hallo. Letzter. Hä? Das war doch mein Mate? Direkt noch eins. Ah. Hat schon mal jemand auf dich uriniert? Hat sein Abdruck. Natursekt ist sehr genehm. Dankeschön. Oh, Sans, what do you do? Das ist ein bisschen durch. Du bist echt ein Lurch. Natursekt ist sehr genehm. Pöhlchen, was haben wir denn? Leute im Chat, zeig Skill Jan währenddessen auf YouTube. Er ist wirklich bei den alten Videos unterwegs. Das war mein Fanpost, da habe ich sowas geschenkt bekommen. Eine Bohrmaschine, aber auch so eine Unterhose mit einem Dödel drin. Und Gel, das ich da drauf geschmiert habe. Da ist direkt die Erklärung. Hier, die war schon im Spoiler drin. Was haben ganz Videos mit einem Korkerricht zu tun? Das war eine L-Unboxing. Da haben die Boys dem eine Bohrmaschine geschenkt und anscheinend war... Ja, der war dabei. Korrekt, aber trotzdem wenig Zusammenhang, abgesehen davon, dass niemand... Der Adrian, weißt du, weil er irgendwie drei Ritter von einem Pferd stoßen kann? Meint er, muss mich hier anpimmeln? Was hat Adrian denn dann gemacht? Mehr zwischen Jan und mir. Ich schicke ihm halt alles, was ich auf Amazon bestelle, für die Reflinks. Ich hab's ihm angeschrieben, hat mir ganz viele Links geschickt, die ich ihm dann einreffen sollte. Ultra edel von dir. Übrigens, theoretisch reicht es, wenn man über einen Reflink auf Amazon geht. Also du hast praktisch alle Fenster zu, klickst auf einen Reflink, gehst auf Amazon und dann müsste eigentlich alles über mich laufen, was du kaufst. Egal, ob ich es schon verlinkt habe oder nicht. Also eigentlich, sobald du über einen Reflink auf Amazon gehst, sind alle deine Käufe, die du tätigst, drin. Was hat ein Cockpit gemacht?
Now the difference. Jans Grill macht sehr gute Steaks, kann 24/7 in Betrieb genommen werden. Garantie und Rückgaberecht wird nach dem Anzünden erst heiß. Jans Grill macht sicherlich auch gute Steaks, aber halt, sie kann auch Nudeln machen. Braucht täglich Schlaf, bevor wieder Lecky Tecky auf dem Tisch steht. Zwar keine offizielle Garantie, aber laut Jan ist sie die Liebe seines Lebens, die er sowieso nie zurück... Oh, this is so sweet. Yes. Hat einen Mann, der dauerhaft heiß ist. Da kann ich natürlich zustimmen, ne? So, was haben wir denn hier? Auf die Reaktion bin ich gespannt, good job. Oh, ich finde das eigentlich voll niedlich. Ja, ist es auch. Die Quintessenz ultra süß. Oh, Pöhlchen, was hast du... Das hat er heute noch rausgehauen. Wenn man bemerkt, dass es nur noch wenige Tage bis 9. November sind, denk ja nicht mehr heute. Pöhlchen. Das war's dann soweit von unserem allerersten Bubbler-Meme-Review. Ich bedanke mich für alle Einsendungen. Richtig edel von euch. Vielen Thanks. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, dass auch die, die jetzt nicht so sehr in der Community mit drin sind, damit was anfangen können. Viele sind halt Insider oder Dinge, die halt, ja, die im Stream passieren und in dieser Gruppe des Streams halt ein Insider sind. Wer teilhaben möchte am Wahnsinn hier auf Discord, kann wie gesagt jederzeit beitreten. Wir haben hier aktive Geschichten, da läuft alles durch. Ich muss gerade aufpassen, dass er nicht irgendwo ein Schniedel ist. Ich glaube, wir haben auch... Haben wir eine ab 18 Sektion? Haben wir gar nicht, ne? Guck mal, wir haben ein Love Room, ein Pain Room, ein Front Room. Zitate, Philosophie, Weird Flex. Alter, voll Hack. So weit, so gut. Falls du live dabei sein willst, wenn diese ganzen Grundlagen für die Memes entstehen, dann sei live dabei. Wir streamen jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Wir streamen im Schnitt 4 bis 6 Stunden. Ach, und bevor ich es vergesse, vielen Dank an meine Kanalmitglieder, Christoph F., Chaos Demon und Angrab, sowie ein weiteres Dankeschön an meine Patreons, Sir Drop, Bad Wolf, Danana, GeForce, Minerswin, Mr. Adrian und Seppel. Und hier zum allerersten Mal einen winzigen Einblick auf Patreon, der Futtercheck. Vorbereitung für den Futtercheck, Hochzeitsgeschichten. Und ein renoviertes Hoftor. Later. Kutze.